Horoskop für heute, wieder, 1. Oktober 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Sie erkennen vielleicht, dass es heute von Vorteil sein kann, jemand anderem die Führung zu überlassen. Sie sind optimistisch, was Ihnen hilft, Projekte abzuschließen und selbstbewusster mit anderen umzugehen. Das Bedürfnis, die Ideen und Anregungen anderer zu berücksichtigen, ist stark ausgeprägt. Sie stellen vielleicht Elemente einer Beziehung in Frage, ob sie ihre persönliche Entwicklung fördert oder nicht. Auch praktische Unternehmungen im Zusammenhang mit Heim und Familie können heute vielversprechend und ihre Zeit wert sein. Sie sind bereit, hart für ihre zukünftige Sicherheit zu arbeiten. Sie gründen ihr Vertrauen auf Realismus, das Hauptziel ist, sich im Griff zu haben. Stattdessen kann es im Mittelpunkt stehen, Schritte zu unternehmen, um eine Angst oder Gewohnheit zu überwinden. Besonders im Laufe des Tages sind sie bereit, ein bewusstes Tempo anzunehmen, da sie dessen deutliche Vorteile erkennen. Mars und Saturn, ihr Herrscher, bewegen sich in einen einfachen Aspekt, und obwohl keiner von beiden ein besonders einfacher Planet ist, kann ihre Zusammenarbeit sie dazu ermutigen, produktiv zu sein und sich hervorzutun. Eine der kritischsten Phasen des Jahres für Beziehungen ist angebrochen. Das liegt daran, dass der mächtige Mars, der Planet des Sex und des Triebs und ihr planetarischer Herrscher, heute und morgen in einem Treigen mit dem Kraftpaket Saturn, dem großen Zuchtmeister, verbunden wird. Das bedeutet, dass ihre Libido entfacht wird, da sie bereit sind, lustvolle Wünsche und Ausdauer ins Schlafzimmer zu bringen. Dies ist ein unglaublicher Moment, um langfristige Pläne, Hoffnungen und Träume mit jemandem zu besprechen, mit dem sie ausgehen oder der ihr ein und alles ist. Wenn sie Single sind, sollten sie nach jemandem mit mehr Reife und Stabilität suchen. Diese Person wird ziemlich verliebt in sie sein und offen dafür sein, sie in das Leben zu führen, das sie sich immer gewünscht haben. Was wird bei ihren beruflichen Verpflichtungen zur Sprache kommen? Wenn die Sonne in der Waage und Merkur in der Waage mit dem absteigenden Mondknoten in der Waage zusammentreffen, haben Sie vielleicht das Gefühl, als ob die Vergangenheit Sie zurückgeholt hätte. Die kosmische Energie könnte zu einem schicksalshaften Gespräch führen. Es könnte sich jedoch um eines handeln, das Sie bereits zuvor in einem anderen beruflichen Kontext geführt haben. Es könnte auch an der Zeit sein, etwas, das Sie für erledigt hielten, noch einmal zu überdenken. Obwohl dies frustrierend sein könnte, könnte Ihnen das Gespräch helfen, zu verstehen, wo Sie in Ihren beruflichen Verpflichtungen stehen. Sie haben in den letzten Wochen eine ziemlich stürmische Fahrt hinter sich. Um Ihre Energie im Gleichgewicht zu halten, halten Sie sich an eine strenge Diätdermäßigung. Das bedeutet, dass Sie alles essen können, was Sie möchten, aber tun Sie es in Maßen. Machen Sie weiterhin mit Ihrem üblichen Trainingsprogramm weiter und sorgen Sie vor allem dafür. Dass Ihr Schlafrhythmus so regelmäßig und angenehm wie möglich ist. Ein wenig Zitronenverbene auf Ihrem Kissen ist abends eine wunderbare Einschlafhilfe. Sie verspüren derzeit eine gewisse Panik aufgrund eines chronischen Mangels an Selbstvertrauen. Das liegt daran, dass Sie sich in Ihrem Gefühlsleben verletzlich fühlen. Seien Sie diese Woche vorsichtig mit Überarbeitung, auch wenn Sie sich aufgrund der Fülle an Arbeit nicht völlig entspannen können. Nehmen Sie sich etwas Zeit zum Ausruhen, denn sonst werden Sie überlastet sein. In Ihrem Privatleben werden Familie und Freunde Ihnen vorwerfen, dass Sie Ihrer Arbeit zu viel Zeit widmen und Sie vernachlässigen. Handeln Sie! Da die Sonne und Merkur, der Planet der Kommunikation, ihr erstes Wochenende in ihrem Beziehungssektor verbringen, steuern Sie nicht nur auf eine Ausrichtung zu, sondern nähern sich auch dem Neumond der nächsten Woche, während Sie die Mondknoten überqueren. Im Laufe des Jahres 2024 werden die Mundknoten dabei helfen, ihre persönlichen und Beziehungsbedürfnisse ins Gleichgewicht zu bringen, dass sie diese mit Bewusstsein angehen können. Mit der Unterstützung von Jupiter in ihrem Kommunikationssektor besteht die Möglichkeit, mit offenen Kommunikationskanälen selbstbewusst voranzukommen gerade als sonne und merkur nicht nur ihr erstes gemeinsames wochenende in ihrem beziehungssektor verbringen sondern sich auch auf den neumond der nächsten woche zu bewegen beendet der mond seinen monatlichen besuch in ihrem romantischen sektor da ihr romantischer sektor bis zur rückkehr des mars anfang november leer ist aber eine große woche an der beziehungsfront bevorsteht ist es dringender die letzten stunden dieser romantisch aufgeladenen mondschwingungen zu genießen täglicher planetenüberblick haben Sie schon einmal in alte Gewohnheiten zurückgefallen, obwohl Sie wussten, dass sie Ihnen nicht mehr dienen? Diese Art von Energie könnten Sie heute spüren, wenn Sonne und Merkur den Südknoten in der Waage treffen. Es ist natürlich, zu vertrauten Mustern zurückzukehren, denn sie sind beruhigend, weil sie das sind, was Sie kennen. Aber fragen Sie sich, wollen Sie wirklich dort sein? Es ist verlockend, sich in diese Komfortzone zurückzuziehen, aber wenn Sie erst einmal dort sind, stellen Sie vielleicht fest, dass es nicht so gemütlich ist, wie Sie es in Erinnerung hatten. Tatsächlich könnte es sich eher wie ein Rückschritt als wie ein sicherer Rückzug anfühlen. Das Schöne an der heutigen astrologischen Konstellation ist, dass Sie die Möglichkeit haben, sich von diesen alten Mustern zu lösen und sich auf etwas Besseres zuzubewegen. Da Sonne und Merkur dem aufsteigenden Mondknoten im Wider gegenüberstehen, werden sie ermutigt, ihre Macht zu nutzen und neue, gesündere Denk- und Verhaltensweisen anzunehmen. Es ist, als stünden sie an einer Weggabelung, eine Richtung führt zum Vertrauten und die andere zu Wachstum und Fortschritt. Haben Sie jemals einen Moment erlebt, in dem Sie erkannt haben, dass das Festhalten an dem, was bequem ist, Sie tatsächlich zurückhält? Der heutige Tag bietet die perfekte Gelegenheit den Weg des Wachstums zu wählen, auch wenn es sich zunächst etwas unsicher anfühlt. Gleichzeitig ist die heutige Energie fantastisch, um Teamarbeit und Zusammenarbeit zu fördern. Waren Sie schon einmal Teil einer Gruppe, in der einfach alles gepasst hat? Egal, ob Sie mit Kollegen an einem Projekt arbeiten, ein Treffen mit Freunden planen oder sogar mit Familienmitgliedern zusammenarbeiten, heute ist der Tag, an dem alle auf derselben Seite zu stehen scheinen. Es ist einer dieser seltenen Momente, in denen alles reibungslos läuft und alle zusammen auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Wenn Sie sich nach diesem Gefühl der Einheit gesehnt haben, ist jetzt die Zeit, es anzunehmen. Es ist etwas ganz Besonderes, sich mit anderen verbunden zu fühlen und zu wissen, dass Ihre Bemühungen Teil eines größeren Ganzen sind. Aber so sehr die Sterne Sie auch dazu drängen, Kontakte zu knüpfen, vergessen Sie nicht, wie wichtig es ist, sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Haben Sie sich schon einmal ausgelaugt gefühlt, selbst nachdem Sie Zeit mit Menschen verbracht haben, die Sie mögen? Das liegt daran, dass soziale Interaktionen zwar anregend sein können, aber auch Ihren Tribut fordern können, wenn Sie sich keinen Raum zum Auftanken geben. Es geht um die Balance. Zeit mit anderen zu verbringen ist wunderbar, aber sich auch einen Moment Zeit für sich selbst zu nehmen, ist wunderbar. Wenn Sie sich die Zeit nehmen, Ihre eigene Energie wieder aufzufüllen, können Sie für andere auf eine bedeutungsvollere und präsentere Weise da sein? Wenn Sie also das Bedürfnis verspüren, einen Schritt zurückzutreten und eine Verschnaufpause einzulegen, respektieren Sie das. Sie werden erfrischt zurückkommen und bereit sein, den Menschen um Sie herum Ihre volle Aufmerksamkeit zu widmen. Praktischer betrachtet sieht es für Sie im Moment besonders vielversprechend aus. Sie haben das Momentum auf Ihrer Seite und es fühlt sich an, als würde sich Ihre ganze harte Arbeit auszahlen. Egal, ob Sie sich auf Karriereziele, persönliche Projekte oder sogar finanzielle Angelegenheiten konzentrieren, Sie sind in einer großartigen Position, um greifbare Ergebnisse Ihrer Bemühungen zu sehen. Haben Sie jemals dieses berauschende Gefühl erlebt, wenn alles, was Sie anfassen, sich in Gold zu verwandeln scheint? Das ist die Energie, die Sie gerade nutzen. Wenn Sie die Arbeit investiert haben, können Sie mit einer ernsthaften Belohnung rechnen. Reiten Sie weiter auf dieser Welle der Positivität und denken Sie daran, Sie haben sich jeden Erfolg, der auf Sie zukommt, verdient. Lassen Sie uns jetzt über Liebe und Beziehungen sprechen, denn dieser Balanceakt findet nicht nur in Ihrer Karriere oder Ihrem Sozialleben statt, sondern spielt sich auch in Ihren persönlichen Beziehungen ab. Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Beziehungen entweder zu ernst oder nicht tief genug sind? Das Leben schwankt oft zwischen Extremen, aber heute bietet sich die Gelegenheit, den richtigen Punkt zu finden. Fragen Sie sich, wie kann ich mehr Gleichgewicht in meine Beziehungen bringen? Ob es sich um eine romantische Beziehung, eine Freundschaft oder sogar um familiäre Bindungen handelt, das Finden eines Mittelwegs, auf dem sich die Dinge sowohl bedeutungsvoll als auch unterhaltsam anfühlen, kann die Tür zu tieferen, erfüllenderen Verbindungen öffnen. Wenn Sie zu stark in eine Richtung tendiert haben und die Dinge entweder zu ernst oder nicht ernst genug genommen haben, ist heute ein guter Tag, um einige Anpassungen vorzunehmen.